أن الكتاب الذي عثروا عليه في برقة من تحديد مصدر أي اضطراب يقع في الجنة. الجلد القديم وتفاحه أصبح أكثر من مصدر إزعاج. Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. فخذ معك ذلك الغلام. Geh auf Erkundungsflug. Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Ruhe nun in Frieden. So viel zum Versteck bleiben. Vor uns kann sich nichts verstecken. Ja.
Was? Darüber anhören. Man weiß jetzt, was die Unruhen beim Durta-Kloster letzten Monat ausgelöst hat. Die Christen haben zu viel getrunken. Männer in Frauenkleidern haben getanzt und sich auf der Straße erleichtert. Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. Da ist diese Dichterin, die Tabith liebt, deren Werke sich stets an unerwarteter Stelle finden. Geist der Sand, Steuermann der Wüstenschiffe. Aus fernen Landen bring an unsere Ohren, von deinen windberührten Lippen, das Lied der Spiegelung, den Kuss, der ergreift. Ja? Symmetrie von See und Himmel. Doch nur in deinen Augen treffen sich diese Gefilde. Du kennst mein Werk. Und wer bist du wohl? Ein Freund der Dichtkunst, mehr nicht. Und der Ordnung. Oder besser, des Chaos. Ich kenne nur einen lebenden Dichter, der das Chaos so sehr liebt. Ali ibn Muhammad. Verehrst du seine schlichte Arbeit? Der Wettstreit zwischen euch beiden ist wohl bekannt. Er nährt die Kunst. Ich weiß nicht zu wählen. Höchst diplomatisch. Aber ich lasse mich lieber von diesen lieblichen Blumen inspirieren. Einen guten Tag. Klingt, als würde die Vorlesung bald beginnen. Ich sollte zurück zum Kahraman. Verzeihung, wird Fasil Fahims Vorlesung bald beginnen? In der Tat. Geh hinein, wenn ich bitten darf. Willkommen alle miteinander im Haus der Weisheit, dem Hort des Lernens in Bagdad. Ach, was sage ich, der gesamten Welt. Ich bin Fasil Fahim Al-Kemsa, oberster Gelehrter des Hauses der Weisheit, Weisester der Weisen.
Heute werde ich euch mit etwas erschüttern, das nach unerhörter Blasphemie klingt. Seid unbesorgt. Ich mag alt sein, doch mein Verstand ist noch scharf wie Stahl. Heute spreche ich von Mysterien, von Geschöpfen aus vorsinnflutlicher Zeit. Erzählen nicht die alten Propheten von Riesen vor der Flut, die sich von Allah lossagten und falsche Götzen anbeteten? Ist es nicht möglich, dass diese Riesen Wunder schufen? Werke mit rätselhaften Kräften, die nun verloren sind. Zahra und Hassan sind tot, gerichtet durch einen Attentäter. Wirklich? Said, bitte versteck dich, bis es wieder sicher ist. Verzeiht, gute Leute, aber die Vorlesung ist beendet. Bitte, erkundet doch stattdessen die vielen Kammern im Haus der Weisheit. Du nennst dich den großen Gelehrten, Fassil. Du verbrennst Bücher und hoffst, dass der Rauch deine Verbrechen vertuscht. Wie viele hast du auf deiner Suche nach Wissen geopfert? Wie viele hast du im Namen der Forschung benutzt, verletzt und weggeworfen? Jetzt versteckst du dich im Haus der Weisheit, das du auf Abwege gebracht hast. Doch ich finde dich und übe Gerechtigkeit für jedes Leben, das du für dein großes Werk zerstört hast. Fassil führt den Orden in Al-Abbasiyya. Ich muss ihn zur Strecke bringen. Torwächter, lass mich durch. Jene, die vor uns kamen, sind? Was redest du denn da? Jene, die vor uns kamen, sind? Ich komme auf dich zurück. Ich habe Fassils größtes Werk verlegt. Der alte Schwindler Fassil ist untergetaucht. Wo ist der Kaffee? Ich habe ihn erschweren. Ich bin überaus enttäuscht. Hast du das Gesicht des Gelehrten gesehen? Es war vor Grauen verzerrt. Wie jemand, dem eine Schädelbohrung bevorsteht. Das ist ja widerlich. Vergiss es wieder. Der alte Schwindler Fassil ist untergetaucht. Wie aufregend. Was mag den großen Gelehrten so erschreckt haben? Vielleicht ist dem alten Narren eins seiner vorsinnflutlichen Geschöpfe erschienen. Der Mann ist eine Schande. Aber wohin ist er geflohen? Angeblich gibt es unter dem Haus der Weisheit Geheimgänge. Vielleicht steckt er da unten. Ja, ich hörte, wie auch der Dachgärtner solche Gänge erwähnte. Welch farbenfrohes Detail für meine Verse! Der Gelehrte floh durch geheime Stollen vor eingebildeten Göttern, die ihm an die Kehle wollen. Wie ist
Verzeihung. Ich hörte ein Gerücht über einen versteckten Keller unter dem Haus der Weisheit. Ein versteckter Keller? Soll das ein Scherz sein? Nein, ganz und gar nicht. So ein großes Gebäude hat doch sicher Keller und Untergeschosse, um Bücher und Tinte zu lagern. Ich bin mir keiner solcher Bereiche in diesem Haus bewusst. Vielleicht hilft ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung deiner Erinnerung auf die Sprünge. Sehr großzügig. Morde, Gemetzel und Feuer. Es wird höchste Zeit, dass ich das Haus der Weisheit verlasse. Vater hat ein schönes Teppichgeschäft in Samara. Er wollte immer, dass ich es weiterführe. Eine kluge Wahl. Nun, gibt es versteckte Keller? Oh ja, natürlich. Bitte verzeih. Jetzt, da du es erwähnst, es gibt eine Luke zum Untergeschoss auf dem nordwestlichen Hof. Danke. Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Wie bitte? Du hast das Meisterwerk des großen Gelehrten verloren? Es tut mir leid. Ich wurde von der Anwesenheit der berühmten Dichterin Arib abgelenkt. Vergiss die Dichterin! Wir müssen Fassils Buch finden, sonst sind wir beide tot. Klingt wie ein Teil einer Losung. Fehl am Platze, so hinter einem Pult verkeilt. Eine Geschichte des großen Gelehrten und seiner wunderbaren Reformen für das Haus der Weisheit von Fassil Fahim. Ich weiß nicht, ob das das richtige Werk ist. Komm zurück und sterb bisher.
setze meine Waffen hier besser nicht ein. Wächter. Jene, die vor uns kamen, sind? Ich kehre mit der Losung zurück. Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Wer? Du rennst nicht. Hey, hey, du bist tot! Augenblick!
Sieht aus, als hätte jemand ein Buch im Treppenhaus verloren. Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. Die Eselei der Dichtkunst von Fasil Fahim. Das klingt nicht sehr romantisch, ehrlich gesagt. Stück für Stück. Dieser Brief erwähnt einen privaten Lesebalkon. Vielleicht hat jemand das Buch mit dorthin genommen. Ein beeindruckender Band, geschrieben von Fasil Fahim. Könnte sein Meisterwerk sein. Der Titel lautet: Jene, die vor uns kamen, sind die, die wiederkehren. Das muss es sein. Thank you.
setze meine Waffen hier besser nicht ein. يا إلهي ماذا؟